Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir sind hier irgendwo im Nirgendwo. Müssen aber, in den Schneebergen. Müssten aber hier auch hin wegen einer Scherbe. Wer den Legend Part geguckt hat, weiß worum es geht. Verlinkt bei diesem Ausrufezeichen da rechts oben. Okay, also wir haben deren Zeichnung bekommen. Und tatsächlich gibt es nur eine einzige Person, die weiß, was zu tun ist. Und das wäre Prinz Raelis, der ja immer noch in Kakariko ist. Glaub. Und hoffe ich. Ja, genau, ich hoffe. In dem Sinne muss ich mal kurz einen Ort finden, wo ich mich verwandeln kann. Bevor ich jedoch gehe, hole ich mir gleich mal... das ist so eine rote Forelle, wenn ich das gerade so zeigen darf. Die kann man auch nur hier fangen. Also ich weiß es ja zum Teil schon auch in- und auswendig. Ja. Okay, hier gibt es also 19 Geisterseelen. 10 Tuch, aber auch nur eine. Oh, wie schön rot es gerade wird. Ich hole mir nur kurz den da. Los, komm her, bitte. Mein Kleiner. Es geht einfach schneller mit so einem aufgeladenen Attacke. Oh Mann, du bist so doof. Es gibt natürlich wieder nur eine Person, die das natürlich wieder so nicht hier machen würde. Und das wäre natürlich der blöde Wolf. So, aber jetzt weh. Aber ansonsten wäre es ja auch keine Herausforderung. Ja, aber nie, wie schön rot es gerade wird. Wegen dem Sonnenaufgang. Jetzt ist auch mal nett bedacht. Ah, das war nicht das, was ich wollte. Warpen. Mit Warpen geht eigentlich alles relativ einfach. Die Drehles haben wir ja eigentlich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Haben wir mit dem überhaupt mal gequatscht? Ah, unser Pferd steht immer noch da. Das wird dann auch nie wieder benötigt werden. Das ist eigentlich auch nur ein Fortbewegungsmittel. Bevor man sich warpen kann. Danach braucht man das Pferd jetzt eigentlich nicht mehr. Großartig. Was ist denn da? Da ist versperrt. Der Durchgang ist versperrt. Ja. Jedenfalls, Raelis müsste dort drin sein. Wo wir gerade dabei sind, ist Ilja auch noch da? Ich weiß gerade gar nichts mehr. Ich finde es eigentlich voll cool, dass der nicht da ist. Ich finde es eigentlich interessant, dass diese Kinder so einen riesen Geschiss machen, gemacht wird. Aber sobald sie mal irgendwo sind, wo man sagen kann, ja, okay, da sind sie teilweise sicher, sind die auf einmal überhaupt nicht mehr story-relevant. Wisst ihr, in Dingsbums, Latuan oder halt in Ordon, alles dreht sich um die Kinder. Kinder hauen ab, musste Kinder retten, Kinder wollen ja spielen sehen, musste für die spielen und so weiter und so fort. Ja?
dann werden sie entführt, muss die Kinder retten. Also es geht wirklich nur um diese Kinder. Und jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr. Man hört von dem keinen blassen Schimmer mehr. Ich hoffe, ich gehe es schon richtig. Und das finde ich jetzt eigentlich auch ein bisschen blöd. Vor allem in meinem Thumbnail seht ihr ja, wenn man da genau hinguckt, ich weiß, es sieht dann nicht gerade großartig aus, aber dort ganz fett die Kinder. Ohne Witz. Also, die sind doch richtig fett auf dem Thumbnail drauf. Also von dieser Zeichnung halt. Oder von diesem Artwork, wenn man so will. Und ja, also ein bisschen viel Aufwand für etwas, das eigentlich nach dem zweiten Dungeon an Bedeutung verliert. Oh, da oben ist eventuell auch noch was. Warum meine ich das bloß? Da oben ist eine Höhle. Du bist Link, ich lese dir eigentlich gar nichts vor, sorry. Okay. Dann die Notizen, die lege ich auf R. Aber was da oben ist, würde ich auch gerne wissen. Also wäre mir jetzt ein Wind Waker und hätte ich dort jetzt Blatt, dann hätte ich größere Chancen zu kommen. Wo wir gerade dabei sind, dort ist die direkte Abkürzung. Nützt mir aber an sich gar nichts, weil es dort zum Heiliger See geht. Und nichts zur... Halt! Doch, doch, ich muss schon zur Höhle der Soras, nicht zum Heiliger See. Mit anderen Worten, back to warpen. Ja. Das Pferd hat wirklich nicht mehr gebraucht. Ich glaube, es ist eigentlich auch gar nicht möglich, mit dem Pferd zur Höhle der Soras zu kommen. Ich glaube, die kann man auch nur durch Teleportation erreichen. Aber fragt man halt, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Man hat dort auch einen wunderbaren Ausblick auf Schloss Hyrule. Und auf deren Pyramide, wo es drin ist und wo es bis zum Ende des Spiels auch sein wird. Das finde ich eigentlich so schade. So ein schönes Schloss. Und man sieht es immer nur so abgedroschen und so fertigt halt. So, wo ist die eine Stelle? Wo die Ruhe? Ah, die war da. Ja, ja, okay, ich bin schon da. Okay. Schauen wir uns mal die Forellen. Ja, aber wie ging das mal auf? Okay, auf eher kann ich aus dir auch wieder einholen. So, jetzt. Kommst du her? Jawohl. Ist es eine? Jawohl. 67 cm. Perfekt. Intensiver Geruch. Ja.
Wo kann ich wieder zurück ins Wasser, wenn du es kannst? Ne, der stirbt jetzt da eventuell. Ah ne, er geht wieder zurück ins Wasser. Gott sei Dank. Ja, und an dem Sinne möchte ich mich auch schon wieder verabschieden. Man sieht sich beim nächsten Mal. Tschüss.